Sind wir hier in Schwaben eigentlich? Ja, schon, ja. In dem wunderschönen Haus von Biene ist mal was ganz, ganz anderes. Es ist die Villa Kunterbunt, würden, also, glaube ich, viele sagen. Das sagt jeder als erstes, der hier aus Versehen reinfährt in unsere Straße, ja. Oder halt. Es gibt bestimmt schon noch ein paar mehr Leute, die es bunt und fröhlich mögen. Und bei mir ist es offensichtlich. Also meine Familie findet es zum Glück auch gut. Ja, also die freuen sich, dass ich das so in der Hand habe hier und das so gemacht habe. Wir sind ursprünglich von hier, also aus der Gegend, aus Schwaben waren wir schon immer. Wir kamen dann wieder zurück, wir waren vorher im Ausland und haben uns dann echt gemeinsam für diese Bruchbude entschieden. Und das war ja ein ganz, ganz hübsches, wahnsinnig heruntergekommenes Bahnhofshäuschen, ja. Also Bahnmeisterei heißt es. Und da war halt 50 Jahre gar nichts mehr renoviert. Man hat auch gar nicht gesehen, dass hier überhaupt ein Fachwerkhaus ist. Also es war... Echt, ja? Das habe ich alles rausgeklopft. Wahnsinn. Und wir haben uns dann halt als Familie entschlossen, dass wir das... Also alleine hätte es keiner gekonnt, sowohl finanziell nicht, als auch von der Arbeit her. Ja. Also ich meine, du wohnst jetzt hier mit deinen Eltern, immer noch, mit deinen Kindern, mit deinem Mann. Genau. Also die ganze... Ja, meine Eltern wohnen nach wie vor unten. Und wir wohnen eben in den oberen beiden Etagen. Schön, ein Drei-Generationen-Haus. Ja. So sagt man das cool. Wohl, ja. Und Biene ist wirklich wahnsinnig kreativ. Man sieht, du hast echt alles selber gemacht. Also so gut wie alles selber gemacht. Ja, also jetzt natürlich nicht alleine alles. Klar hat der Ecki hier auch die Ziegel rausgeklopft. Und mein Papa kann ganz tolle Holzkonstruktionen bauen. Und jeder hat halt schon so seine Bereiche. Ja, so dass es sich recht gut ergänzt. Weil wie gesagt, also cool. Wenn man nicht so viele wären, dann könnte man das auch nicht schaffen. Ja, aber es ist wirklich der absolute Wahnsinn. Und wir gucken uns das jetzt an. Wir zeigen nicht das ganze Haus. Das ganze Haus ist sehr groß, aber wir geben euch auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Einblick in das, was ihr hier alles gemacht habt. Und wir fangen in der Küche an, würde ich sagen. Ja, stehen wir ja schon. Genau, da stehen wir schon drin. Die Räume sind ja alle krumm und schief, ja. Und da hättest du jetzt keine Standardküche gefunden. Also haben wir halt schon so IKEA-Grundkörper genommen irgendwo. Habt ihr, ja? Das hier sind IKEA... Ja, also das jetzt nicht, aber... Ja, so diese Schränke da oben auch, diese Schränke. Und dann haben wir die aber so verhüllt und verkleidet, ja. Dass man es eigentlich nicht mehr sieht. Das ist ja jetzt schon richtig alt, aber ich finde zeitlos. Ich meine, klar, gibt es immer so, irgendwelche Macken irgendwo. Oder man könnte es mal ganz anders machen, aber im Moment gibt es da keine Energie, dass ich es irgendwie so komplett mal weiß mit bunten Farbtupfern machen wollte. Das könnte man vielleicht auch mal ausprobieren, aber... Ja, aber bei dir muss es immer alles bunt sein, stimmt? Ja, also ich finde tatsächlich so eine weiße Landhausküche, ja, so, wo man dann eben diese bunten Farbtupfer, die dann mehr rausstrahlen noch, also sag mal wie so eine Leinwand, das finde ich hat schon auch was. Ja. Also bei mir geht es dann zum Teil echt unter, das ist alles so. Aber ja, also hier hat es jetzt gerade so dieses Petrol-Türkis-Grüntöne, das mag ich ganz gern, dass es dann halt so sich in einem Hauptfarbspektrum irgendwie abspielt, wie halt hier jetzt mit diesen hellgrün-Türkis und dann eben petrolfarbene Wand. Ja, dass es trotzdem irgendwie nicht so ganz irgendwie wild zusammengewürfelt ist. Ja. Und dann sticht die gelbe Kanne halt raus. Keine Ahnung. Das stimmt. Ich liebe indische Holzstempel. Aha. Das habe ich mal echt als Jugendliche irgendwie im Schüleraustausch in England, habe ich den ersten Holzstempel in so einem Second-Hand-Shop entdeckt. Irgendwie hinten drüben in so einer Gruselkiste. Und da dachte ich, wow, was ist das? Ich wusste nicht, was das ist. Oh, das ist so toll, ich brauche das. Und seitdem, sammle ich und mache auch viele selber Stempel. Also ich schnitze auch Stempel aus Radiergummis. Ah. Das ist auch schon so ein seit der Kindheit so ein Spleen von mir. Und das war jetzt zum Beispiel einer meiner ersten Stempel aus England halt. Und wie funktioniert das? Kannst du mir das kurz erklären? Wie macht man so eine Fliese? Indem du Ton ausrollst wie ein Stück Kuchenteig, also Keksteig im Grunde. Dann drückst du das Reliefmuster rein, wie in den Keks. Okay. Und schneidest es mit dem Cuttermesser aus. Lässt es trocknen, brennst es, glasierst es, brennst es nochmal und klebst es an die Wand. Und das drumherum? Also, aber das ist ja alles Mögliche. Da ist ja noch Mosaik dabei. Ja, das sind jetzt praktisch gekaufte. Die habe ich dann eben so in die Hälften geschnitten. Dann habe ich viel auch hier dann zerschlagen mit dem Hammer und eingebaut. Die oben sind wieder selber gemacht wie Plätzchen backen.
ja, dann halt mit den Glasuren, das ist ja das Tolle und Interessante überhaupt, dass man da so ja, mit den Farben spielen kann und so. Und dann, ja, überall dachte ich dann, dass ich stand hier dann echt im Rohbau und habe gedacht, Mensch, wo kann ich denn überall noch was einbauen? Ja, der Torbogen war halt dann auch nicht da. Und dann, ja, habe ich mir dann auch so Sachen erlaubt, dass man dann so wirklich versteckte, also wenn man nur ganz genau hinschaut. Das sind so ein paar Grimassen und Gesichter halt auch drin. Und das waren auch zum Beispiel geschnitzte Radiergummis. Da diese Muster. Ja, die habe ich alle selber geschnitzt. Das ist ja der Wahnsinn, was für Arbeit das ist. Ja, aber das war echt damals, also ich war Studentin, klar, hast Semesterferien, klar, musst auch noch arbeiten und Geld verdienen. Aber hey, das war für mich dann einfach, also ich wollte jetzt nicht so ausgehen oder so, das war nie meins. Und dann habe ich am Abend echt wie Plätzchen backen, Bleche, Weiße mir die, meine Fliesen hergestellt und mich nur drüber gefreut. Du hast mir auch erzählt, was du im Moment so machst, beruflich, also was du gerade verkaufst, und das sind vor allem diese Schablonen, nee, ich habe es falsch gesagt, weil also wie nennt sich das? Für die Fenster. Genau, also da bin ich ja immer noch dabei, neue Motive zu zeichnen, und das sind praktisch ja, Vorlagenmappen für Kreidemarker. Mhm. Da sind große Bögen drin und die machst du dir dann hinter die Scheibe und kannst die Motive durchpausen. Also gerade zu Weihnachten sieht das ja, total schön. Hübsch aus in Weiß. Aber auch diese strahlt dann so. Und hier habe ich jetzt gerade immer noch welche. Auch diese Sommermotive sind ja total schön, auch was hier an dem Fenster ist. Also wenn die Sonne drauf knallt von außen, ist noch schöner. Ja. Am Abend ist es auch toll, wenn es einfach dann draußen dunkel ist. Ja. Und dann strahlen die weißen Motive richtig schön. Es gibt so viele Details, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Die Stühle zum Beispiel, wo kommen die her? Die sind ja alle gleich, aber du hast die dann angemalt. Ja, genau. Also die hatte ich auch, als ich mal. Ich habe im Disneyland Paris gearbeitet, ach, echt, kurz nachdem lustig, es eröffnet hatte. Was hast du da gemacht? Ach, da war ich im Park, kostümiert. Also wer warst du? Nee, nur einfach so an so einer Attraktion. Ach so. Ich habe die Leute in die Achterbahn gesetzt und so das Ding zugemacht. Du warst jetzt keine Cinderella oder so? Nee. Kann ja sein. Nee, also es war so eine Ferienarbeit eigentlich. Und da haben wir halt in der WG gewohnt. Und ja, mit meiner Freundin bin ich gern, ganz gern auf diese Flohmarkt. Mhm. Das ist praktisch an beiden Enden von Paris. Wann war das, wenn ich mal fragen darf? Lang her. Ich sage immer vor 20 Jahren, irgendwie stimmt es dann immer so. Alles, mehr, alles, minus, war vor 20 Jahren. Ja, und da gab es die Stühle dann und wir haben die dann echt in der Metro mit heimgenommen. Und die sahen vorher wie aus? Die waren irgendwie hellgelb, glaube ich. Ah ja, okay. So. Ja. Du machst auch die ganzen Accessoires und so selber, also die ganzen Kerzen ja, zum Beispiel. Ja, das ist auch getöpfert mit so Perlen. Ach, das ist getöpfert? Wir können auch rausgehen jetzt mal auf den Balkon. Total da steht gerne. Nämlich auch so ein Regal mit allem möglichen Also das ist so alles Mögliche an Mini-Schälchen und Schüsselchen und Tellern und so. Also das benutzt man auch ganz normal, aber ich finde, da ist es echt ganz nett. Dann, also ihr benutzt die Sachen, die hier stehen, auch wirklich zum Essen und so? Ja, also die sind jetzt zu mini klein zum Essen, aber für Süßchen oder so ist gut. Das habe ich eben aus Paletten gebaut. Ja. Und halt dann auch angestrichen, dass ich jetzt nur so hölzern wiese, das wäre jetzt nicht meins. Und Kissen kann man nie genug haben. Die, genau. Und die machst du selber, kaufst du oder? Ja, bunt gemischt, also die sind zum Teil gekauft. Mhm. Von dem hier zum Beispiel, also da habe ich den Stoff auch selber gemacht. Mhm. Das wurde auch, oder du hast den verkauft. Stoff selber gemacht? Ja. Wie das denn? Also das ist halt mein Motiv, mein Design und das was hast du dir verkauft. Aha. Also das verkaufe ich nicht, aber der Verlag hat es dann in kleine Boxen gepackt als Kissenset. Ah, cool. Zum Verkaufen zum Beispiel. Also da sprichst du ein interessantes Thema an, du schreibst Bücher zusammen mit einem Verlag, stimmt's? Ja. Also du bringst Bücher raus. Worum geht's da? Ja, schon um alles, was man kreativ, bunt, fröhlich machen kann zu Hause. Also so ist es hauptsächlich Töpfern oder was gibt es dafür? Wie viele gibt es dafür? Also die sagen eher immer, nein, nicht Töpfern, weil es ist zu speziell. Aber im Grunde sagen sie gar nicht, was ich machen soll, sondern ich mache das, wo ich am meisten Lust drauf habe und was mir am meisten entspricht. Und ich packe euch dann den Link unten in die Infobox, da könnt ihr euch mal anschauen, was Biene so macht und gerne auch mal sowas bestellen. Ich finde es super schön. Gerade wenn einem das Freihandzeichnen so mit den
Kreidemarkern nicht so liegt. Ich bin da auch nicht so super begabt. Also manchmal braucht man einfach so einen Halt, finde ich. Ja. Also so geht es mir auch, wenn ich zum Beispiel, ich kann das auch nicht frei aus dem Kopf, dass ich, keine Ahnung, irgendeinen Schriftzug, willkommen, fröhliche Weihnachten, super zentriert, exakt in die Mitte aus dem Kopf, frei an. Das kriegt kein Mensch hin, außer mit jahrelanger Übung vielleicht, dass du das genau in der richtigen Position. Und wenn man da eben eine Vorlage hat, an der man sich festhalten kann, auch wenn man dann, man kann ja auch frei dann weitermachen und das ist irgendwie der Einstieg oder so. Oder ja, ich habe ja auch echt für jeden Geschmack viele Motive für jede Jahreszeit. Das ist sehr gut, sehr, sehr gut. Die Schirme, über die hast du gerade auch schon gesprochen. Die hast du auch ganz viel im Garten, da gucken wir später auch nochmal. Mhm. Und die hast du auch alle selber gestaltet. Ja, halt angemalt. Also ich baue ja keinen Schirm, ist logisch. Nein, ist schon klar, aber das ist ja auch schon genug Arbeit. Du, das ist Entspannung. Es ist echt, das ist halt, manche meditieren oder machen Yoga oder so, echt. Also ich habe das jetzt auch schon als Rückmeldung von so vielen gekriegt, dass das wirklich, dein Kopf wird frei, wenn du sowas malst. Ja, das stimmt auch. Du kannst ein kleines Steinchen anmalen, wir haben ein kleines Steinchen hier so in dem, schau sowas, ja, irgendwelche Blüten, das mache ich ja auch gern, dass ich da irgendwie Steine bemale. Die liegen dann auch überall rum im Garten in Größe oder hier so im Bonsai-Topf. Das stimmt, aber wirklich, man kann sich so verlieren in solchen Sachen, ne? Und dann macht man halt, ich merke das bei mir auch, dann setze ich mich, also zum Beispiel im Urlaub habe ich mich auch mal immer irgendwie, bin ich früh aufgestanden, alle anderen haben noch geschlafen und dann habe ich jeden Morgen eine halbe Stunde Stempel geschnitzt aus Radiergummis. Wir sind im Bad, wie man sieht, es ist auch alles wahnsinnig spannend hier. Alles ganz viel mit Mosaiken und auch wieder mit Stempeln. Ne? Mit oder diesen kleinen Grimassen hier, die ich dann auch, habe ich ja vorher schon erzählt, am Abend zur Entspannung geknetet habe damals. Und da kann man eigentlich so Schmuck und alle möglichen Firlefanz-Dinger hinhängen. Und die Badewanne ist ja auch der Hammer. Und, Und ja, das hast du alles selber gemacht. Und halt Steine auch gesucht dann am Fluss damals. Und dann halt viel mit so Strukturen. Das sind zum Beispiel wieder diese Schuppen von dem Fisch, das kannst du mit so einer Rückseite von einem Löffel oder so reindrücken. Also so entstehen da Strukturen. Oder dass du echte Blätter im Garten pflückst und abdrückst. Du hast ja ein Wahnsinnstalent, das ist ja unfassbar. Ich bin richtig beeindruckt. Ich finde es echt krass. Ja, auch nicht nur über die Kreativität, sondern auch über die Ausführung. Nee, aber also dazu muss ich echt sagen, also das habe ich ja gleich ganz am Anfang gemacht, als wir hier eingezogen sind, wie gesagt, wieder vor 20 Jahren. Ungefähr. Und ich wollte schon immer ein großes Bad haben, weil wir hatten vorher immer diese typischen kleinen Mini-Dinger. Und dann ich glaube, das war vorher die Küche von dieser Wohnung. Ach eigentlich. So. Und dann habe ich mir das eingebildet. Ich habe vorher in Barcelona studiert, auch Austauschsemester. Mhm. Damals war es schon Studium eben. Und da gibt es halt den Gaudi mit allen möglichen, mit dem Parcuel. Und ich dachte, oh, ist das toll, sowas will ich auch haben. Und dann kam ich total motiviert halt vom Studium aus Barcelona heim. Wir hatten diese Bruchbude gekauft in familiärer Absprache. Mhm. Das war klar, hey, wir ziehen das zusammen durch und jeder fängt an zu renovieren. Ja, und dann habe ich mir das eingebrockt. Und hey, ich hatte vorher mal so einen Mosaiktisch gemacht. Der hängt heute noch im Garten. Ach, das war dann deine erste. Und das war praktisch mein erstes Mosaik. Das ist schon ein bisschen übertrieben gewesen. Also, du hast ja auf jeden Fall was vorgenommen. Und hey, das kannst du ja auch nicht einschätzen, wenn du das noch nie vorher gemacht hast. Und ja, es wäre dann blöd gewesen, nach der Hälfte aufzuhören. Das war irgendwie auch keine Option. Also musste ich es fertig machen. Und ja, seitdem aber ist es da. Ist super schön geworden. Ach, die Fische sind der Wahnsinn. Fachwerkhäuser. Ich finde die so schön. Ich stehe so auf diese alten Balken und so. Ich finde, es gibt echt kaum Häuser. Das Ganze, also jeden Balken, den du jetzt siehst, den hättest du nicht gesehen, als wir hier also das Ding gekauft haben. Echt? Was war das? Alles zu? 10 Schichten Tapeten von 70er Jahren über weiter zurück. Also, Ach, und auch die Böden und alles. Also, Wahnsinn. Ja, das habe ich vielleicht letztes Jahr, das war so mein erstes Bodenmandala, glaube ich. Das habe ich hier ausprobiert und es hat mir dann echt super gefallen. Also so mit so einem Nagel in die Mitte geschlagen und an der Schnur habe ich dann so einen breiten Pinsel so ein paar Mal rumgezogen, also zum Zirkeltechnik. Ja. Und dann habe ich das echt so
ja, freie Hand dann, also mir schon so Markierungen gemacht, wie auf so einem Ziffernblatt und dann hast du das, kannst du das echt recht regelmäßig so aufmalen. Also da machst du dir dann halt nur die Abstände und ja, dann genau. Mal so freie Hand die... Genau, also das jetzt zum Beispiel hier Gegenüberstriche, dann wieder Gegenüberstriche, dann wieder gegenüber und dann hat man die Abstände und dann kann man es echt so schön mit Bögen und Strichen ausfüllen. So, das ist jetzt die neueste, das ist mit Kindermotiven. So, also hast gefragt, wie viele Bücher ich gemacht habe, also da sind sie so alle, so praktisch Sommermotive wären das. Das ist eins meiner Lieblingsbücher, weil durch dieses Buch schon auch, das war so mit so ein Arschtritt für mich, dass ich meinen Garten schön haben will. Also jetzt nicht, dass ich für das Buch den Garten schön gemacht habe, aber klar ist es so ein zusätzlicher Push. Anreiz. Ja, ja, total. Ja, und das ist aber, glaubst du, gibt es gar nicht mehr. Das ist jetzt vergriffen, also von dem her. Nee, wundert mich nicht. Darf ich das mal kurz zeigen? Wahnsinn. Das ist cool, da freue ich mich sehr, dass wir noch hier sind, wenn noch Sommer ist. Wenn ihr das seht, nicht mehr. Ihr werdet es wahrscheinlich eher im Winter sehen, deswegen ist es umso schöner, wenn wir den Sommer etwas zurückholen, indem wir uns gleich mal deinen Garten anschauen. Und was du da alles gemacht hast, ist auch der absolute Wahnsinn. Dein Bastelzimmer? Ja, also ich war jetzt hier echt schon eine Weile gar nicht mehr, weil ich am Computer zeichne, diese ganzen neuen Zeichnungen für die Fensterbilder und so weiter mache und da auch total gerne bin und ich bin aber ebenso gerne hier und wenn ich dann halt was mit echten Farben mache, bin ich hier oder da siehst du zum Beispiel auch meine Stempelsammlung, meine selber geschnitzten Radiergummis zum Beispiel. Ach, die Häuser sind ja auch so cool. Und da diese Blüten, das ist schon auch immer... Wo kriegt man denn so riesen Radiergummis her, sag mal? Ah, die kannst du im Künstlerbedarf kaufen. Ah. Also ich nehme zum Teil, also das war jetzt so ein ganz normaler hier, ja. Aber diese größeren, warte, ich habe sogar einen, schenke ich dir zum Ausprobieren. Ah, nein, ach, danke schön, ich werde verwöhnt. Also ganz normal mit dem Cuttermesser mache ich das oder mit dem Skalpell. Okay. Dann kannst du mit dem Bleistift halt auch wieder so irgendwie... Filzlinien vormalen. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Ich bin nicht so eine wahnsinnig begabte Zeichnerin. Ich mache es aber auch nicht. Ja, aber du kannst ja wirklich auch nur so grafische Dinger machen. Oder so Blüten. Ja. Oh, ich bin ein total großer Fan von den Häusern. Was hast du mit denen gemacht? Die hatte ich dann für ein Weihnachtsbuch, fürs Layout zum Verzieren. Weil wenn du halt so einen Stempel abdrückst, dann sieht es halt so kriselig aus. Ja. Das finde ich viel hübscher, wie wenn ich jetzt so eine arschglatte Zeichnung im Computer mache. Ja. Und daher habe ich sogar unser Haus hier geschnitzt. Oh. Und es war dann auf den Seiten so verteilt, verstreut. Ja. Oh, die sind so schön. Ja, und hier sind auch deine indischen Stempel. Ja, genau. Guck, das sind jetzt diese ganzen indischen. Da ist der Küchenstempel und der Flurbodenstempel zum Beispiel. Ja, und halt vor allem fürs Töpfern nehme ich die. Aber eigentlich sind die zum Bedrucken für Stoffe gedacht. Und du machst aber das mit allen Materialien? Oder? Also es muss halt ein weiches Gegenüber sein, weil die selber hart sind. Also es ist jetzt schwierig, was Hölzernes zu bedrucken, weil es ja dann nicht gut aufheben kann. Aber Ton ist ja weich, Stoff ist weich und von dem her. Ich habe sogar, guck, auf Stoff, das siehst du, wie das rauskommt. Das sind eben die indischen Holzstempel und die hatte ich aus Moosgummi selber gemacht. Und die auch. Also da habe ich so Bierdeckel-Dinger genommen. Was sind denn die? Einfach auf so einen Bierdeckel Moosgummi draufkleben und dann kann man sich da auch so Stempel machen. Ich bin fasziniert. Ja, ich bin ja schon zum Ausmisten. Ich habe jetzt letztens wieder alle möglichen Materialien ausgemistet, wo ich dachte, hey, das brauchst du jetzt nicht mehr. Ich brauche irgendwie Luft. Ja. Aber das könnte ich nie wegnehmen. Nee. Also das müsste ich für immer das behalten. Das ist zu wertvoll für mich. Ja, verstehe ich. Ich bin so, ich gucke immer dahin und dann aus dem Augenwinkel sehe ich schon, dass, also hier ist ja wirklich jede einzelne Kiste auch gestaltet, jede einzelne Schublade. Das ist ja, wenn schon, denn schon. Ja, ja, nee, schon klar. Aber machst du dann, wenn du zum Beispiel sowas machst, machst du dann alles in einem Schwung oder machst du es in Etappen? Also wenn du so ein Kästchen gestaltest, wird es dann an einem Abend fertig? Oder? Ja, ja. Ja, ja, da mache ich dann auch 10 an einem Abend fertig. Die kreative Massenproduktion. Und das zum Beispiel, der Schrank, das ist auch cool, weil der ist wirklich uralt. Ja. Also das war echt so... Eigentlich das erste Möbelstück, was ich jemals angestrichen habe, da war ich 15 oder so. Und da habe ich ewig gebraucht. Also da hatte ich jetzt noch nicht so die Geschwindigkeit oder dass ich jetzt viel schnell irgendwie malen möchte. Und das, da habe ich, glaube ich, einen ganzen Monat dran rumgemalt. Aber das ist ja auch, sind ja wahnsinnig viele Details. Und der stand dann in deinem Jugendzimmer. Ja, genau. Und irgendwie ist er übrig, aber wegtun wollte ich ihn nie. Weil nee, oh Gott, auf keinen Fall. Ja. Thank you.
gesagt, wir bringen ein bisschen den Sommer wieder, weil hier ist noch alles sehr, sehr, sehr sommerlich. Ja, zum Glück. Hey, es ist jetzt noch so schön. Hey, ja, toller voll. Spätsommer. Und die Schirme stecken übrigens, also jetzt waren ja Sommerferien die ganze Zeit noch. Und solange nicht der Sturm kommt, stecken die ganze Zeit. Also, und gab es einen bestimmten Anlass, warum du hier? Schon. Also Sommerfeste, Geburtstage und jetzt dann im Herbst haben mehrere von uns Geburtstag und dann lohnt es sich, dann kann man es auch gleich so lassen. Ja, voll schön. Und die hast du, hatten wir vorhin schon gesagt, die hast du alle selber angemalt. Wie viele sind das, wenn ich mal fragen darf? Viele. Sehr viele. Gehen wir mal da, fangen wir von unten nach oben an. Alles klar. Also es ist ja so, wenn man so ein über 100 Jahre altes Haus kauft und es ist eine komplette Wahnsinnsbruchbude. Und dann macht man ja logischerweise, macht jeder ja zuerst innen im Haus alles, sodass man irgendwie wohnen kann. Und der Garten bleibt ganz lang irgendwie nicht so schön. Ja. Und bei mir war es halt auch so, dass wir dann echt noch mehrere so Schandflecken hatten und so unfertige Ecken, Schutthäufen überall. Und dann war ich ja schon immer kreativ irgendwie unterwegs, für Zeitschriften irgendwas gebastelt, fotografiert, Heimwerker-Sachen gemacht, für Bücher und so, auch fürs Fernsehen ganz früher. Und dann dachte ich, ja, ich muss mir jetzt irgendwie einen Vorwand kreieren, dass ich im Garten diese ganzen Schuttflecken beseitige, weil mich nervt es einfach, mich stört es. Und dann habe ich zu meinem Verlag gesagt, ich will ein Gartenbuch machen. Und dann hatte ich einen Vorwand oder einen Zwang, einen Termin, die Schandflecken zu beseitigen. Und da unten zum Beispiel musste ich dann, da war kein Boden drin, also das sieht ja so aus, als wäre das schon immer seit 100 Jahren so mit diesem, mit dieser Form, ja, wie so ein Theater, wo man mit so Bänkchen, wo man hinsitzen kann. Ja. Und es war aber alles, also von uns eigentlich gebaut und mit alten Steinen vom Grundstück. Ach, dann hier die Treppen habe ich gemacht. Das war eigentlich eine Ebene hier, oder? Da war eine Kellertür und eine kleine schmale Treppe. Okay. Und das war alles. Und dann hatten wir einen Bagger am Grundstück. Und dann haben wir das so ausgehoben. Und dann haben wir mit so ganz normalen Bausteinen haben wir hier die Treppe hingemacht und so war die jahrelang. Und dann dachte ich, okay, jetzt will ich es aber schön haben und habe das dann eben diese Treppenkanten mit den alten Ziegeln gemacht, habe unten diese Steine einbetoniert und dann ging es weiter. Also dann, diese Mosaike hat man schon länger, also weil das war ja schon immer mein Spleen, Mosaike überall, also die Sonnenblume hier aber zum Beispiel. Aber wie aufwendig, da hast du dich dann auf eine Leiter gestellt? Und ja, da hatten wir so ein Gerüst dran. Ne? Wahnsinn. Und dann habe ich die von oben nach unten... Ja, ich glaube, von oben nach unten. Der Platz war auch vorher überhaupt nicht schön. Und dann habe ich mir vorgenommen, dass ich das so eine Art Betonmosaik mal so was ganz anderes ausprobiert. Das habe ich dann hier gemacht. Und weil die Fläche nicht so groß ist, konnte man das dann da auch gut. Also es war überschaubar. Da habe ich vorher halt diese ganzen Teile einzeln gegossen in Beton und dann hier reingemacht mit Wasserwaage und alles, dass es schön abläuft nach außen. Und das Mäuerchen habt ihr auch? Oder das war, nee, das haben wir alles gebaut. Also auch das haben wir gebaut, auch den Brunnen da vorne. Ja, aber halt so, dass es so aussieht, als wäre es schon ist echt immer so da gewesen. Ja. Ja, genau. Und die Fensterläden, die finde ich ja auch so schön. Ja, also die haben wir halt gestrichen. Ja. Und damals haben wir dann eben auch diese Ziegel abgestrahlt und alles Mögliche. Also und das habt ihr auch alles selber gemacht? Ja, und das ist echt unglaublich viel Arbeit mit diesen Schindeln, weil die dann zum Teil halt auch kaputt sind. Und dann musst du erst mal jemanden finden, der solche Schindeln herstellt, wo man das herkriegt und so. Und also es waren nicht alle kaputt, wir mussten nicht alle auswechseln, aber halt schon Bereiche, also gerade hinten auf der Nordseite und so. Wir können ja, wenn wir schon mal hier stehen, ja auch über diesen Wahnsinnszaun mal reden. Der ist ja auch so geil, da muss man erst mal drauf kommen. Den habe ich dieses Jahr auch frisch renoviert, das war auch eine Arbeit, meine Güte. Glaube ich. Oh. Genau. Ja, und jetzt strahlt es wieder, unser Tor. Aber zum Glück. Das ist echt. Wie bist du da drauf gekommen? Also das sind halt so ganz normale Palisadenpfosten und wir wollten da ein Eingangstor, da war ja nichts. Und weil tatsächlich, das wurde früher immer für eine Straße gehalten, die weitergeht. Und dann fuhren viele in unseren Garten völlig verloren. Scheiße, wie können wir jetzt umdrehen? Und darum mussten wir da irgendwas hinmachen, obwohl es meistens offen steht. Und dadurch wollte man halt dann schon ein originelles Tor. Und diese Palisadenpfosten sehen ja aus wie Stifte. Du musst sie nur andersrum nehmen. Ja, okay. Und dann musst du eigentlich nur noch anstreichen. Richtig. Also das freut mich total. Das haben so viele nachgebaut. Also nicht in der Größe, es aber ist in auch kleiner. So eine coole und Idee, irgendwie wirklich. Gehört es auch so mit zu mir. Das ist so ein bisschen mein Markenzeichen, auch das Tor. Und das hatten wir halt früher, als meine Jungs noch kleiner waren, als Sandkasten hatte ich das.
Und weil sie jetzt nicht mehr so wirklich gesandelt haben die letzten paar Jahre, deine sitzt 10, habe ich jetzt da ein Sonnenblumenfeld angepflanzt dieses Jahr. Man kann hier auf den Trittsteinen durch den Sonnenblumenwald gehen. Und das sind halt auch so Beton-Trittsteine, die ich dann mit Mustern verziert habe. Du kannst auch hier drüben reinkommen. Das Haus, benutzen deine Kinder das noch? Ja, nicht mehr so wie früher natürlich, aber es ist trotzdem sehr nett. Und oben können wir halt super auch unsere Mirabellen abernten, weil wir haben es ja alles so direkt in den Baum reingebaut. Perfekt. Auch mit so Brücken oben und hey, theoretisch könntest du da oben auch noch mal einen Sitzplatz mitten im Baum machen, ist auch mit irgendwie schön. Tisch und alles. Hier ein Windrad aus Plastikflaschen. Das ist ja der Wahnsinn. Und das hast du, hat hauptsächlich dein Papa gebaut? Richtig, ist eine Holzkonstruktion. Genau, deswegen ich hab dann mal gehalten oder so. Ja, nee, der macht es Spaß. Der kann Wie lange dauert sowas zu bauen? Da hat er schon bestimmt 2 Wochen oder so. Also das hier hast du für deine letzte Gartenparty auch aufgebaut? Ja, wir, nicht ich alleine, aber wir so. Und ich habe dann halt dekoriert, ne? Und das ist so hübsch mit den Lämpchen. Total, auch diese Girlanden. Und weiß ich noch, das finde ich auch noch besonders cool an dieser Bartheke. Also die ganzen Balken, die hat man schon. Ja. Die lagen irgendwo hinten im Dreck. Die sind auch so schön. Gell, die sind allein, das ist wieder so cool. Aber und diese wirklich? Dinger hat man auch schon. Ja. Und eigentlich wäre das auch toll irgendwie für im Haus, aber die sind halt befallen mit irgendwelchen. Ah, okay. Dann das ist natürlich schwierig, schade. Schwierig, vor allem in einem Holzhaus. Also die müssen im Garten bleiben. Okay. Und aber ja, das genau. ist ja alles so und jetzt schön. Der Oberclou, finde ich, ist der Baum hier, den wir nicht, also es ist irgend so ein komischer Ableger. Aha. Das war vorher halt so ein Schrotteck, also es gibt ja diese geraffelten Schrottecken und hier war so eine Schrottecke noch irgendwie Anfang Sommer. Aha. Und dann hat man das gar nicht so richtig gesehen, dass da noch so ein Baum wächst. Wir haben halt allen Müll weggeräumt und so und dann kam der Baum raus und dann wollte man natürlich lassen. Und jetzt haben wir dem halt hier so ein Loch durch die Fläche und dann oben ein Loch durchs Dach, dass der auch cool. schön weiter wachsen kann. Und drumherum gebaut. Ja, genau. Und das hatte ich mir halt eingebildet irgendwie noch, bevor wir hier die große Sommerparty hatten, dass ich den Boden anmal. Und sowas habe ich vorher echt auch noch nie gesehen irgendwie, aber ich dachte, es wäre cool. So, ja, so eine, voll so, cool. So ein Teppich irgendwie, so ein Bodenbild, das ausschaut wie ein Teppich. Ja, total. Und habe das dann, ich glaube, 3 Tage hat es gedauert, weil es hat dann zwischendrin auch geregnet und so. Und okay. Aber an sich ging es recht schnell. Mit was für Farben malst du das? Das ist so Zement- und Bodenfarbe, nennt sich die, auf Wasserbasis. Mhm. Das finde ich immer viel angenehmer auf Wasserbasis. Ja. Und auch, dass man es untereinander mischen kann, dass man sich die Farbtöne auch anmischen lassen kann, die man eben will. Und es ist schon recht haltbar. Also überdacht sowieso, aber auch nicht überdacht. Da vorne 3-4 Jahre und dann sieht es schon verwittert aus. Dann ist halt wie so ein antiker Kehlim-Teppich und es hat irgendwie auch was. Aber man kann ja dann noch mal drüber gehen. Das ist ja dann auch okay. Das stimmt. Also so, ja. Und wozu wurde das hier mal gebaut? Also es ist eigentlich der Parkplatz fürs Wohnmobil von meinem Bruder. Ah, aber er traut sich jetzt auch nicht mehr hier rein. Ja, verständlich. Ja, weil das sieht aber aus wie, es wird schon wieder da parken. Also müsste man hier Workshops machen oder meditieren oder irgendwas machen. Ja, nö, also wir freuen uns jetzt halt im Moment drüber und 2 Geburtstage haben wir noch, die feiern wir hier noch. Na also, dann, wo steht denn das Wohnmobil in der Zeit? Das steht jetzt da draußen vor okay. Ja, genau. Und dann hattest du mir vorhin schon kurz erzählt mit dem Bambus, hier ist so ein kleiner Bambuswald. Faszinierend. Ja, also das ist echt so unser ganzer Stolz, dieser Bambus, weil diese Halme halt jetzt so schön dick geworden sind nach und riesengroß. 10 Jahren, sag ich mal. Schau mal, der. Echt 10 Jahre. Fass mal an. Das ist echt der Oberhammer, oder? Ja, wir fiebern dann echt immer mit, weil die Halme, die neuen, kommen ja nur einmal im Jahr raus, im Frühling. Ah. Und dann schließen wir immer Wetten ab, wie dick, wo ist der dickste Halm, wo kommen wie viele cool. raus. Und dieses Jahr kam praktisch kein neuer Halm raus. Oh nein. Und es war so ein schöner, heißer Sommer. Ja. Und nächstes Jahr, boah. Also, da sind wir echt gespannt. Da waren die wahrscheinlich so dick oder so. Und, das ist aber cool. Ja, mein Bruder pflegt es echt ganz gut. Und wenn dann auch mal ein Halm irgendwie hier mitten in der Grasfläche rauskommt, du brichst den dann ab, wenn der ganz frisch und neu ist. Und es ist kein Thema, der wächst dann nicht weiter. Und dann kannst du den Bambus schon da halten, in den Bereichen, wo du ihn haben willst. Okay, ja. Cool. Dass wir kommen durften. Ja, sehr gerne. Es war für mich echt ein Erlebnis,
Ich bin wahnsinnig fasziniert. Ich finde es großartig, was das du hier alles gemacht hast. Das ist so witzig. Das ist so witzig, dass du das so besonders findest. Auch wenn ich die Farben jetzt gar nicht mehr so bewusst wahrnehme, weil ich wohne ja jeden Tag hier und meine Familie auch nicht. Also ich finde schon, dass es uns besonders gut geht und dass wir echt auch sehr dankbar sind, auch gerade, dass das alles so schön und harmonisch ist mit der Familie. Und ich finde, also da tragen so fröhliche, bunte Farben, finde ich schon, ihren Teil dazu bei. Das kann ich mir sagen, total. Was man will. Also wenn man ein schönes Umfeld hat und es ist schon immer so meine Ambition, dass ich es halt für alle schön machen will. Und ich finde, so fühlt man sich auch, also ist zumindest für mich. Ich glaube, das tatsächlich auch. Also ich kam hier rein und habe mich gleich total wohl gefühlt. So, und die Farben machen tatsächlich was mit einem. Naja, wir haben jetzt, glaube ich, genug gequatscht. Ich verabschiede mich und es wird bestimmt bald eine neue Folge So wohnt geben mit einer neuen Wohnung, einem neuen Haus. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen Sommer in den trüben Winter bringen. Wir haben ja ein bisschen früher gedreht, als ihr das seht. Bis nächste Woche. Tschüss.